Mach ein bisschen raus. Rein. Jetzt aus? Ist alles okay? Hier rück ab. Verstanden. David! Hey, was ist passiert? Du kannst dir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Eins ist Zimmer stand in Flammen. Was ist mit dir alles in Ordnung? Ja. Wenn Kevin mich nicht gerettet hätte, wäre ich verbrannt. Er ist Kevin. Na, Kevin hat mich gerettet. Hat mich geweckt. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein Zimmer reserviert, die 54. Ja, schön. Der Gang hat lang, bis hinten durch und Mitte rechts. Ja, danke schön. Ja. Angenehm Aufenthalt wünsche ich. Danke schön. Ja. David, hier ist Ben. Ja, was ist los? Du hattest doch gesagt, ich soll dich anrufen, wenn ich Kevin sehe. Ja, sag mal, bist du nicht in der Wohnstätte?
Nein. Ich habe ja versucht, da jemanden zu erreichen, aber es war keiner da. Komm, wir können. Jetzt wart mal. Kevin, warte doch mal. Also, Herr Bruckner, Sie sind ja nun seit einiger Zeit bei mir in Behandlung und ich denke, ich konnte mir über Ihren Gesundheitszustand ein Bild machen. Ich bin zu der Diagnose gekommen, dass Sie an einer Schizophrenie leiden. In Ihrem Falle, in Ihrem speziellen Fall, eine paranoide Schizophrenie. Das heißt, Sie leiden oft an Halluzinationen, sehen Leute, die es für mich sichtbar gar nicht gibt. Diese Krankheit, das heißt die Symptome dieser paranoiden Schizophrenie, kann man durchaus behandeln. Und so musste der Richter meinen Mandanten freisprechen. Das bedeutet erstmal 2 Wochen Urlaub für mich. Was hältst du eigentlich davon, mit mir nach Berlin zu kommen? Meine Kinder würden sich freuen, ihren Onkel mal wiederzusehen. Und wir könnten auch mal wieder angeln gehen. Du angelst doch gerne. Oder was sagst du dazu? An deiner Stelle würde ich ja sagen. Kevin? Was machst du denn hier? Willst du deinen alten Kumpel gar nicht vorstellen? Kevin, das ist David. David, das ist mein Freund Kevin. Was ist denn los mit dir? Du weißt dich gar nicht, mich zu sehen? Hey, du glaubst aber nicht, damit ich an diesem Unfall schuld bin, oder? Ben, sag ihm, damit ich an diesem Unfall nicht schuld bin. Kevin? Das war ein gottverdammter Unfall. Ich kann nichts dafür. Warum glaubt man eigentlich? Zu Kevin. Da ist kein Kevin. Na doch, da steht er doch. Wenn ich dir doch sage, da ist kein Kevin. Lass mich zu Kevin. Da ist niemand. Da glaubt mir niemand. Da ist niemand. Ich will zu Kevin. Ich will zu Kevin. Ben. Entschuldige. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Hab keine Angst. Damals, bei diesem Feuer, du mir das erste Mal von Kevin erzähltest, da dachte ich noch, es wäre einer der Nachbarn gewesen, der dich gerettet hat. Aber als mir die Feuerwehrleute dann im Nachhinein erzählten, dass es gar keinen Brand gab und du auch ganz alleine da warst, da dachte ich schon so langsam, dass du verrückt wärst. Ich hörte mich so bei den Freunden um. Überall. Doch niemand konnte mir was von Kevin erzählen. Ich hatte dann einen blöden Verdacht
und nahm dich mit zum Psychiater. Der erzählte mir dann, dass du an Schizophrenie leidest. Dann kam die Wohnstätte. Ich hatte keine Zeit für dich. Was ich damit sagen will, ist deine Schizophrenie. Du machst dich fertig, diesen Kevin, und es tut mir leid. Ja, ich muss los. Ich habe dein Handy noch in meiner Tasche, was du bei dem Unfall verloren hast. Du, mit wem redet denn der da drüben? Da ist doch ja keiner.